Zum Jahresabschluss gab's das Duell der Fishtown Penguins gegen die Iserlohn Roosters. Und das ist der neue Mann der Fishtown Penguins, Simon Strohwasser. 18 Jahre von den Jungadlern aus Mannheim geholt, soll der Verteidigung mehr Stabilität geben. Bremerhaven in den blauen Trikots mit einem guten Start und dem ersten Schuss nach 22 Sekunden. Und der ist sofort drin. Anders Krugsgaard mit der frühen Führung für die Gastgeber von der blauen Linie weg. 22 Sekunden waren da ganz genau gespielt. Andi Jenicke sieht den Puck zu spät und dann rutscht er ihm durch. Bremerhaven deutlich stärker im ersten Drittel, aber die erste Chance der Roosters hatte dann Tim Fleischer, der an Tomáš Pöperle scheitert. Und Jason O'Leary hatte einiges zu besprechen nach 20 Minuten, denn die Roosters waren noch nicht so wirklich drin in der Partie. Powerplay für die Gastgeber. Und auch da klingelt es wieder im Kasten von den Iserlohn Roosters. Andreas Jenicke hat das Nachsehen, weil Ross Mauermann getroffen hat. Dritter Treffer in dieser Saison und es ist der dritte Powerplay-Treffer von Ross Mauermann. In die kurze Ecke. Jenicke reagiert zu schnell. Was war mit den Roosters? Die kommen dann auch in Überzahl zu diesem Abschluss. Brent Radicke völlig frei, steht genau richtig, bekommt den Puck genau auf den Schläger, serviert von Lautenschläger. Und dann ist es Radicke, der den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielt. Für ihn der erste Saisontreffer, der Rückkehrer aus Mannheim. Seine Mannschaft, das Team von Thomas Popisch, geht aber mit der Ein-Tore-Führung in den Schlussabschnitt. Und da ist es dann wieder eine Überzahl. Und zwar diesmal eine doppelte Überzahl für die Gastgeber. Und Jeglič trifft aus kurzer Entfernung genau in den Winkel hinein. Stellt den alten 2-Tore-Abstand wieder her. 3-1 die Führung zu Beginn des letzten Abschnitts für Bremerhaven. Und dann sind die Roosters zwar wieder komplett, aber Mitch Wall behält den Überblick, gerade als Iserlohn wieder den fünften Feldspieler auf dem Eis hat. Nutzt Mitch Wall die Verunsicherung und Jenicke bekommt auch den Puck unten durch die Hosenträger. Genau als er sich bewegt, ist Mitch Wall zur Stelle. 4:1, klare Sache, aber die Roosters kamen nochmal und brachten den Puck auch nochmal im Tor unter. Johnston in seinem ersten Spiel für die Iserlohn Roosters mit dem 2:4. Auch das ein Powerplay-Treffer. Aber für den Schlusspunkt sorgt dann erneut Mitch Wall. 5:2, knapp 3 Minuten vor dem Ende. Nach 2 Siegen zum Auftakt für die Iserlohn Roosters. Die erste Niederlage in der Saison. Und Bremerhaven gewinnt das Spiel mit 5:2. Ich glaube, wir haben das erste Drittel nicht gut gespielt. Ja, die waren frischer als wir. Und effizienter. Yeah, I think it was a good win for the team. I think we have some ups and downs in the first two games, and especially in Berlin. And so, but now we're back on track, and I think we have it with the 3 points tonight. Nach 4 Spielen ausgeglichen die Bilanz bei den Fishtown Penguins. Zum Jahresabschluss gibt's also einen Sieg gegen die Iserlohn Roosters. 5:2 heißt es für die Fishtown Penguins. Alle Spiele der Penny DEL live. Nur bei Magenta Sport.